Montag, moin, und die Woche nimmt kein Ende. Aber jetzt haben wir schon Montagabend, gleich 7:30. Und ich bin in der Garage und habe mir gedacht, ich habe noch Lust, ein bisschen was zu basteln, zu gruscheln, wie auch immer. Und ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, wie man die Bremsbeläge an der R1250R wechselt, wenn man, wie ich, die Hayes Bremsanlage verbaut hat. Ja, die Brembo wäre besser, da ging es nämlich noch einfacher. Aber auch das hier ist kein Hexenwerk, bleibt dran. Gleich nach dem Intro schrauben wir ein bisschen was. Ich hole euch mal ein bisschen dichter dazu. Was benötigen wir an Werkzeug? Wir haben, ich blende euch ein, ja, eine kleine Ratsche reicht, 1/4 Zoll, mit einer 13er Nuss, mit einer 6er Nuss und ein bisschen Liqui-Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste. Einfach mit der kleinen Ratsche hier die Bremsbacken hier losdrehen. So, und das machen wir dann im Schnelldurchlauf. Ich habe jetzt hier die Schrauben schon mal los. Und wie ihr seht, ja, ne, der ist schon locker. Ich nehme die Schrauben raus. Und jetzt, kleiner Tipp schon mal, ja, ein bisschen hier aus der Führung rausnehmen. Von der, ne, Aufnahme hier. Und dann ein ganz bisschen auseinanderdrücken. Ja, dann gehen nämlich die Bremskolben ein bisschen auseinander, da haben wir nachher ein bisschen leichteres Spiel, die neuen wieder draufzusetzen. Auf der Hinterseite von diesen Bolzen, da sind nochmal Sicherungssplinte hier. Ne? Könnt ihr das sehen? So, da. Ja. Jetzt habe ich den ganzen Sattel schon in der Hand. Und was ich vorhin eingangs erwähnte, ja, das ist bei diesen, wo hier BMW draufsteht, ist das halt nachteilig. Also da muss ich den Sattel tatsächlich abschrauben. Das brauche ich bei den Brembo nicht. Die Stifte, ja, die halten dann die Bremsbeläge. So, ganz schnell raus. Bolzen sind raus. Und jetzt, ja, kann man ganz einfach hier die Beläge rausnehmen. Ja. Und wie man sieht, nee, waren die schon eingesetzt hier mit der Anti-Quietsch-Paste. Jetzt gucke ich mal, ja, im Vergleich zu den, die ich jetzt drauf hatte, eigentlich sind die noch gar nicht so schlecht, aber ich tausche die trotzdem. Aber das den Grund dafür verrate ich jetzt noch nicht. Also hier kommen jetzt auf jeden Fall die neuen rein. Und auf der Rückseite dann mit dieser Paste, Anti-Quietsch-Paste, beide ein bisschen einschmieren, ein bisschen verteilen, ja, gut. Was man natürlich noch braucht, an Werkzeug habe ich eben nicht erwähnt, ist ein Putzlappen, so, für die Finger und so weiter, so. So sollte das aussehen, ein bisschen schön verteilen und dann kann man die wieder in umgekehrter Reihenfolge einsetzen. Beim Einsetzen mache ich das jetzt folgendermaßen. Also ich setze die gegeneinander, die Bremsbeläge, ja, so. Und setze die da schon mal rein, da wo sie hingehören, genau, und dann kommen die Bolzen wieder da durch und den auch mal ein bisschen drücken und ja, dass die einfach da durchgehen. So, genau. Und jetzt drehe ich die an, dann nicht vergessen, nachher diese Sprengringe hinten wieder drauf zu setzen. Und ich mache das jetzt nicht fertig, weil das, ich werde noch weiter basteln hier. Wenn euch der kurze Einbautipp hier von den Bremsbelägen, ist ja wirklich kein Hexenwerk, gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Über jeden Abonnenten, über jeden neuen Abonnenten freue ich mich tierisch. Also das ist jetzt, ne? Ich muss die nur ein bisschen hier auseinander machen, dann kann ich die draufsetzen, zack, bumm. Und natürlich währenddem die Sättel los sind, nicht die Bremse betätigen und nachher
bevor man losfährt, erstmal wieder Druck aufbauen. Luft ist in die Leitung nicht reingekommen, da kann also nichts passieren, braucht auch keine Angst haben. Also, das kann man auf jeden Fall selbst machen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye. Euer Himi!